Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Monster Train. Ja, letztens hatten wir als Hauptstamm die Höllentümer gehabt und jetzt möchte ich euch den Hauptstamm der Erweckten vorstellen. Hier seht ihr auch dargestellt diese Pflanze, mit der man wunderbar deffen kann. Daher habe ich mich dafür entschieden, als Nebenstamm die Höllentümer zu nehmen, die sehr gut im Angriff sind. Das heißt, wir können jetzt hier eine stabile Defense-Offense aufbauen und ja, fokussieren uns auf Kreaturen und schauen mal, wie das funktioniert. So, Serra der Tugendhafte ist unser letzter Gegner dann. Was macht er? Der halbiert Buff und Debuffs. Ist nicht ganz so gut, denn das spielt ein bisschen in die Richtung hin, aber gut. So, wir haben die Wahl, Karten zu ziehen oder Dorn zu machen. Da wir ihn als Tank aufbauen wollen, werden ihn brustig werden lassen, sodass er Schaden reflektiert. So, einen Kobold auf die Hand nehmen oder fügt zwei Schaden zu, wenn der Gegenstand halt die Ebene wechselt. Da sind die Kobolde deutlich besser. So, was haben wir hier? Kommt ihm jetzt hier in Rüstung ins Spiel? Wenn wir rüstungsdurchdringenden Schaden hätten. Mit wie viel Rüstung kommt der denn ins Spiel? 25 Rüstung. Der hat alleine 35 Rüstung, wird allerdings keinen Schaden machen. Das heißt, das sind die, die uns dann wahre Probleme machen. Ich denke, das ist gut, weil, wie gesagt, es ist eigentlich immer gut, wenn man das schafft. Und ich sehe jetzt nicht komplett unsere Strategie kaputt gehen dadurch. So. Mit den Direktschaden zaubern kommen wir nicht durch. Jetzt wäre es natürlich gut zu wissen, was wir alles haben. Okay. Die Antwort lautet wenig. Das heißt, wir machen mit dem Drum auch hauptsächlich durch den Schaden. Gut. Hier sehen wir das aber aus. Und jetzt müssen wir ein bisschen Schaden reinpushen. Dazu nehmen wir den. Der hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Den können wir oben hinstellen. Allerdings wäre es besser, wenn sie ihre HP hochhält. Allerdings haben wir ein Problem, dass der wahrscheinlich durchkommt. Das wollen wir erstmal dahin. Deswegen geht der dahin, gibt nicht Rüstung, macht Schaden und stirbt dann durch die Dorne. Gut. Ja, den Kollegen hier, wie gesagt, den können wir durchlaufen lassen. Hat so, der fängt erstmal das an. Vorne. Du klopfst das Tierstück gut. Wenn bei dir so ein Raum stirbst. Du kannst hier jetzt nicht angreifen, er weiß, dass es durchkommt. Zack. Gut. Wird natürlich dann jetzt noch ein paar Kreaturen mehr, die wirklich auch spezifisch in die Richtung gehen, die wir wollen. So, kurze Atempause. Das heißt, wir können mal irgendwie nachheilen. Denn hier ist unser WLAN Leben nachheilen. Regeneration 3, die heilt sich gut. Und der hier, wenn er glaube ich nicht dran vorbeikommt, der rennt ebenso gut. Und dann einfach mit der Lust durch. Dafür, wir haben keinen einzigen Hit. Das heißt, selbst wenn wir unsere Höchstangriff, sprich unsere Schüsse weiter haben, 6 Mal wird durchkonvertiert, dann wird der 30 Schaden kriegen, dann wird der 90 Schaden kriegen. So, wir sehen jetzt schon hier, wir werden gewinnen. Wir machen es aber noch ein bisschen effektiver. Beziehungsweise schützen wir es nach ein bisschen. So. Ah, hat mich gebracht, aber egal. Da steht doch einer unser Herz, zwei Schaden. Ihr seht euch, der Regeneration heilt uns gut nach. Der kriegt vor allem 10 Schaden durch die Drohne. Hier halt 4. Das lohnt sich. Gut. Bringen diese Einheiten nach vorn. So wie das Spiel macht es keinen Unterschied.
3 Angriff und 3 Leben dazu für eine Einheit. Ja, ist noch mit am besten. Einheit aufsteigen lassen, ist gar nicht mal so schlecht. Ich würde vorschlagen, wir spielen trotzdem auf Bolte. Wo der natürlich gerade der ist, den ich nicht will, weil der tankt. Nein, da ist auch ein Bolte, hätte ich gewählt, aber... So, rufen, erhalte 60 maximale Gesundheit zu Verjüngung, nur wenn ein Zauber gespielt wird. Ne, geheilt wird, Entschuldigung. Und dann klappt das. Der hier wird für jeden Kobold billiger. Quasi der hier ist unser perfekter Tank, der ist ein super geiler Angreifer. Tanks haben wir erstmal genug. Wir gehen und hoffen, dass wir ein paar Kobolde dazu kriegen. Ansonsten ist der halt vom Mana-Kosten her meistens im Spiel. So, jetzt überlege ich, wenn ich den rechten Pfad wähle, könnte ich einen Tank haben oder den linken. Nochmal zu links. Gut. Nicht, was ich wollte. So, ein Zaun mit Doppelstabel. Haben wir überhaupt Stabel? Ja. Aber da stattdessen gibt es nur Regeneration 2. Das lohnt nicht. 10 magische Kraft. Wir könnten halt mehr heilen. Das ist aber, denke ich, besser, wenn wir auf den Schaden spielen. Damit wir auch einen später kaputt kriegen. So, welchen Zaun werden wir am häufigsten spielen? Wir können jetzt den billiger machen. Gut, machen den billiger. Ich glaube, den scheint. Den Doppelstapel. Obwohl das eine ziemlich coole Sache ist, das Stapelzauber. So, überall Gegner auf ihrer Ebene. Perfekt. Mit unserem dornigen Freund ist das gar kein Problem. Reicht mit der Kohle. So, wenn man einen Zauber auf diese Ebene auswirkt, dann kriegt er halt. Dazu, okay. Wo kommt der Akku? Ja, und unseren Tank doch ein bisschen einfach zu schützen. Da stehen jetzt nochmal raus. Wir mildern ein bisschen den Schaden ab, den wir kriegen. Für die nächste Runde. So. Haben alles. Der nicht angreift, aber wir reflektieren alles ist gut. 3 Angriff und 3 HP dazu. 3 Sektionen. Die Verbesserung erstmal so kostenlos. Und doch so ein Schrein. Und wir schützen dich noch mit dem Schrein. Warum bleibt der jetzt stehen? Ach, weil die Drohnen nicht mehr wirken. Ja, das war. Ja, okay. Ich das ist halt nicht so schlimm, aber nicht so schlimm. Das ist für uns eigentlich aus dem Spiel. Ach ja, klar. So, der stirbt sowieso. Immerhin, wenn der jemand killt, dann kriegen alle Wut. Ist auch ziemlich nett. Wenn ich den einen Angriff mehr gebe, macht das 4 Unterschied. Der kommt durch, ist mir aber egal. So. Ich bin zu hier und schütze mich gleich auch nicht. So, der kommt durch, ist mir wie gesagt egal. Der Heiler macht an meinen oder an unseren Blutofen hier oben. So, guck mal, wie es hier aussieht. Der Angriff wird wieder durch und immer noch ist uns das vollkommen egal. Gut Schaden. Ganz ehrlich, die Bros sind das meiner Meinung. Guck mal, hier noch den letzten Zauber. Ich werde hier immer noch den letzten.
Schaden und los geht's. So. Ja, den Zug. Aber lass mich rechnen. Das hier bringt es ja nicht. Ich glaube, da sind uns alle einig. So, ich zeige euch mal so nach, wie wir tricksen. Jetzt bin ich mit dem Schmaler. So, jetzt haben wir 4, der nimmt 3 Platz ein. Das kann man eh nicht verhindern mehr. Aber, das schicke ich hoch. Zack. Da haben wir jetzt zwar 2 mehr, das ist auch kein Problem. Ich muss noch schön Schaden austeilen. So, jetzt kommen wir so ein restliches Zeug machen. Für dich haben wir keinen Platz, leider. Verbessere deine Einheit. Ja, was? Du kriegst den Jäger. Du kriegst noch einen Vertrag. So. Hier hat es einen Jäger, wenn du nicht auf ihn hast. Oh, cool. Die landen doch auch alle auf dem Friedhof. Echt ziemlich geil. Gut. Wir sehen schon, der stirbt. Ich mache das deswegen auch nicht. Das ist die Zeit. So, beim nur durch den Blutstapel alleine hat sich nicht so lange gehabt. So. Stellbein verbinde Einheit 10 HP her. Füge der Vordersten nicht 5-mal so viel Schaden zu. Nee, das hier unsere Situation besser, ob die Zauber brauchbar ist. Wenn die 3 Ruder verwendet, dann können wir sagen, ja. So, Höllenklut brauchen wir nicht. Das Artefakt ist besser. Artefakt ist immer sehr die geilsten. Ersten Zug zusätzlich 7. Oder alle Gegner minus ein Angriff. Ah, schwer. Ich glaube, ich nehme trotzdem das. Wenn wir uns einen teuren Mann am Anfang haben, können wir den raushauen und haben einen Mega-Boni. Und wenn wir irgendwas Artefakt kriegen, dass wir unser Klug speichern können, ins Mana, sage ich mal, dann ist das noch geil. Für den hier zum Beispiel. Also nochmal. So, jetzt wollte ich mir ein paar Tränkchen verkaufen. Ah ja, wir können jetzt die HP oder Geld opfern und dann eventuell was bekommen. Ein Artefakt. Die Artefakte sind geil. Also, hey, beim ersten Mal. Preis bei Händlern sind niedriger. Nehmen wir doch gerne. Bomben explodieren zweimal von dir Macht. Das heißt, die sollten wir. So, wir können hier auf 7 Mana runterdrücken mit dem hier. Das ist natürlich unwahrscheinlich, dass das passiert. Am besten spielen wir das noch. So, wenn wir den spielen, können wir uns den leisten. Wenn wir den unten spielen würden, wären wir verrückt, auch wenn es genial wäre in gewisser Weise. Aber die haben am Anfang jetzt sehr viel Angriff hier und da liegt auch noch die Bombe, die wir nicht weglegen. Das heißt, wieder hier. Wenn man so Mana verlieren will, ich spiele einfach das. Und dann geht er los. Schon haben wir uns einen geilen draußen. Wenn der da Lust da oben auftaucht, der hat 52 HP. Das heißt, allein wenn er 2-mal da auftaucht, kriegt er schon massiv was aus dem Maul. Und ich war jetzt hier. So, die Bombe stört uns. Jetzt will ich nicht weg. Hierhin tankt das alles. Wenn ich den spiele, kriege ich 4 und kann den raushauen nochmal. Geil. Pass auf, zack. Weil ich jetzt nur ein Spiel habe, darf ich den für 4 spielen. 2, so gut. Genau. So, jetzt die Frage, was machen wir? Wir könnten einen von denen killen. Dann haben wir es dann hier leichter, aber die sterben ja eh durch die Bombe. Oder wir töten einen von denen. Dann kommt er hier oben eventuell dann durch. Daher machen wir es jetzt mal so.
Vielleicht schaffen wir es, Daedalus wirklich zu töten, bevor er überhaupt in die Arena kommt. Wie schaffen wir das, dass die uns kein Problem machen mit der Bombe und der stirbt? Das geht ganz einfach. Wir schicken den nach dem Tasche hoch. Jetzt haben wir hier wieder Platz. Können den bestellen. Macht schön Flächenschaden, den finde ich sowieso geil. Jetzt kommt die erstmal durch. Der steht hinten, na gut. Nicht so gewollt. Egal. Wir packen schon das, ist mein Fehler. Geht wieder zu. Ein Problem, den packen wir jetzt den Kern. Alter, wo ist die Spawnung gleich hoch? Und wenn wir den jetzt hierher kriegen könnten, wäre toll. Dann können wir nämlich alle wegfetzen. Ich glaube, das können wir nicht, denn wir können zwar Schaden machen. All dies besteht den Schwimmerring auch ganz schön hier für mich, der passt mir jetzt mal so. Zack, Bombe weg. Den Typen einmal auch weg. So, dann können die sich ein bisschen rumärgern. Das wäre am besten eigentlich für jemanden, der viel Regen aktuell besitzt. Das wirst du dann trotzdem hier. Hier passiert wieder nicht viel. Der Gegner geht schon das Ende. Sehr schön. Den schützen wir. Später lustig tun, dass sie Ärger. So, wenn du 3 gute Verbündete haben, das heißt 6 Angriffe dazu, wären 6 plus 12. Das sind nämlich auch schon wieder geil, ne? So. Hier noch Sachen gelangen. Zack. Und das war's schon. Jetzt haben wir gewonnen, dann sind wir so noch rein. Oh! Und ich sehe. Ah, okay, Tötalus. Das heißt bestimmt, weil wir ihn besiegt haben, bevor wir überhaupt in die Arena kamen. Ja, Achievement. Auch immer geil. Multischlag, eine schöne Sache. Mit Verbesserungseinheit mit plus 10 AP und wende 4 Dorn an. Ist allerdings aktuell auf die Strategie, die wir spielen, besser. Auch wenn es dreimal noch ein bisschen teuer ist. Das ist jetzt blöd, wir bräuchten eigentlich einen Tank. Der hier ist für 4 Mana ein bisschen teuer als Tank. Der hat Multischlag, das heißt, wenn wir den verstärken, das ist geil. Kommen wir dazu mit dem, der Wut macht, ist der gut. Und vor allem Platz. Wir brauchen Platz. So, ich habe gesagt, wir brauchen einen Tank. Gucken wir mal, ob wir ihn kriegen. Verrechnen. Wird nach dem Kampf ausgelöst. Ein Stachelzauber, ja, gut. Dafür ein Mana, der 20 HP, das ist jetzt zwar nicht wirklich geil. Aber, wie gesagt, wir brauchen es. So, wir können 2 Karten entfernen. Ich sage euch, auf welche wir entfernen. Das überlege ich erstmal. Auf jeden Fall einen von euch. Und dann einen der schwachen Zauber, weil die am Ende des Spiels auch gar nichts mehr nutzen. Leider. So, jetzt also haben wir den verbessert. Jetzt machen wir auch noch mehr Dom, mehr damit. Sehr schön. Wir können eine Karte kopieren. Schön ist, wir können auch irgendwelche Karten natürlich kopieren, die von uns schon verbessert wurden. Beeindruckenderweise sehe ich gerade, die einzigen, die sich nennen, wäre die. Nehmen wir die allerdings auch. So. Und kämpfen weiter. So, Gegner können eigentlich nur mit 2 Zauberschilden spielen. Auf die Gegner wirklich keinen Zauber, oder fast nicht. Die haben 35 HP, der hat 10 mit Rüstung. Bringt also sowieso nicht Schadenzauber auf die zu wirken. Können wir also gerne mitnehmen. Geil. Also, logischster Zug. Das.
nicht so wichtig für uns. Was wichtig für uns ist, ist, dass wir ihn jetzt für 7 spielen können. Pack mal wieder um. Du stehst sowieso oben am besten. Multischlag, wie gesagt, der ist gut in Kombination mit dem, der noch stärker wird. Man braucht darin aber trotzdem vorne einen Tank. Daher kommst du hier, dann dürfte der andere noch da sein. So, und was das Thema Tank angeht, ist auch so, viel Spaß! Wie gesagt, der ist jetzt mit denen Kombination geil, weil wenn der Wut kriegt, wirkt das auch aus seinem Multischlag aus. Ich lege gerade, wie wir spielen hier nicht. Ja, wir schützen den noch ein bisschen. Den Schrank von jemand aufsteigen zu lassen. Mache ich es, mache ich es nicht. Ich könnte den jetzt hier hochschicken. Ich frage mich, bringt das was, wenn der den tötet, aber der tötet ja sowieso den. Nö. Ja. Ui, der Zauberschild, wie unheimlich ein bisschen von ihm. Gut. Jetzt seht ihr, der hat schon 7x3 durch diesen Bonus. Das wäre immer gut. Du hast einen Heiler mit 10 HP und 4 Dorn. Schade nur, dass das so teuer ist. Na gut. Ja, holt auch eure Tanks. Nicht verwunderlich. So, wir haben jetzt auch ganz viel von den Wolken, weil wir jeden Zug einkriegen. Das heißt, wir können uns einen teuren damit auch mal gut spielen. Die Frage ist, was machen wir jetzt hier? Einmal eine Regeneration spielen bringt nichts, aber wir heilen HP. Schadenzauber bringt nichts. Und die hier einfach als Blocker hinstellen. Habe ich eigentlich auch nur, wenn ich dann beide wirke, oder? Ne, die gehen trotzdem drauf. Schwierig. Okay, aber starten wir uns so. So. Und so. Macht der jetzt noch ein bisschen Schaden. Ich frage, ob die da oben beide packen sollen, sie aber nach den ganzen Buffs, die sie bekommen haben. Sieht sehr optimistisch aus, finde ich. So, 3 HP. Und Schlag dazu, zack. So, egal wie es jetzt kommt, wir müssen dich wahnsinnig heilen. Könnten wir rufen. Dann bleibt er am Leben. Machen wir dein Zauberschild weg. So. Ja, wir bräuchten noch ein paar Regenerationszauber. Heilzauber zumindest. 10 HP dazu ist wie gesagt immer noch ganz nett. Ich will noch ein Spiel stehen. 1, 2. Dann kostet der nur noch 1. Klingt vernünftig, ne? Ach so, aber schade, wieder Platzproblem. Wir haben 1 dort, 2 dort. Ich habe nicht genug Plätze.
Allerdings, wenn ich einen von umbringe. Jetzt habe ich genug Platz. Du bringst mir Mana. Dann kann ich ihn mir leisten. Reicht? Achso, der stirbt sowieso schon auf der ersten Ebene. Gut. Hat's ja. Wir brauchen nicht mal unseren Heldboden. Bad Light. Nur der Fall mit standardmäßig 100 Punkte. Das ist auch ein Problem. Ich bin direkt davor und schon Robs. Wie gesagt, es scheitert bei uns ja nur an den guten Tanks. Wenn einer verwurzelt an, bringt mir nicht sehr viel. Das ist schön. 25 HP dazu. Macht schön viel Schaden. So. Ein Zauber auf die Hand nehmen oder ein Kobold opfern und einer vordersten Gegner 50 Schaden zu fügen. Ist auch manchmal ziemlich cool. Verbraucht der Zauber ja aber auch. So, wir wählen den Linkpfad. Warum? Na, hier gibt es Artefakte. Geil. Ein bisschen mehr Dorn ist schön. Zauber auch besser. Entferne Verbrauch. Und erhöhe die Kosten mit plus 1. Besser als Zauber mit plus 20 mal Verbrauch. Kann man natürlich bei dem machen. Dann machen wir ihn auch gleich mit teurer und entfernen das Verbrauch. Und einen anderen, den wir gut finden, das ist der hier. Den machen wir einfach nur. 480 ist eigentlich genug Geld. Machen wir alles billiger haben auch. Ah, ich finde Permafrost einfach nicht sinnvoll. So, machen wir ein bisschen mehr. Den machen wir noch billiger. Und gut, Permafrost brauche ich eigentlich nicht. Gut. Oh, ist das schön. Hält man jede Überreste eines Zuges, der noch sichtbar waren. Trödelhändler wählt einen der Karten aus. Wir bräuchten eigentlich Erwachte oder Erweckte. Denn wir wollen ja eigentlich mal einen Tank haben. Gut, Wildholzsaft ist auch nett. Nehmen wir auch. Gegenscheinheiten kommen mit 15 Rüstungsspiel. Ja, mit unserem fetten Tanks, wenn man die rausging, ist das kein Thema. Der Tarnung, das ist natürlich blöd. Das heißt, wir müssen eigentlich unsere Dornentante unten spielen. Damit die quasi die Kleinen abfängt, die keinen Schaden machen. Weil die Atom, das heißt, wir können sie nicht angreifen. Das ist aber mal eine blöde Stadthand. Trotz allem, wir können sie nicht leisten, dass wir so oben durchschreiben. Den spielen wir noch wieder mit. Der bewacht zwei Leben. Und du kriegst trotzdem schon ein bisschen Gegner. Der nicht, der heilt zu viel. Aber nichts von uns, geht nicht mehr zu Gegner. So. Gut, ich sehe es ja da oben. Sorry, was hier. Ja, also Mana ist quasi weggefangen jetzt. Das müssen wir auch schützen. Plus 10 HP und Wende 5 Dummen an. Immer schön. Jetzt ist sie halt wieder richtig geil, weil die alle wegrockt. Müssen sie nur ein bisschen schützen. Der ist ein bisschen problematisch. Ah,
Haben wir hier sonst einen Multischlag-Kombi unten? Ach, ist das Spiel noch zu schwer. Ich glaube nicht, wir brauchen hier oben jemanden, der stark ist. So, eigentlich würde ich dich hier gerne schützen. Kann ich mit der machen. Dann wirken aber deine Dornen nicht. Ich bräuchte eigentlich was, was heilt. Wisst ihr was? Wenn ihr mit dem nächsten Zug uns keine Probleme macht, machen wir das so. Wenn sie hier oben schützen, hier unten, muss halt ein bisschen aushalten. So, ich bräuchte ein bisschen Heilung. Den können wir hochschicken, dann sparen wir uns wieder ein bisschen Schaden. Boah, der bleibt am Leben. 55, also fehlen 9 HP. 9 HP kriegen wir auch nicht hin. Obwohl, das geht doch genau auf. Aha. So, du darfst hier umspielen gehen. Heute sind wir auch. So, du musst dann eigentlich hierher. Das ist gerade kein Platz. Ich muss mich Götter angucken. Also ein bisschen zu schützen. Gut. Ja, hohe Angriffe muss ich. Ja, wie gesagt, das ist das Blöde halt. Oh, jetzt kommt mal Heilung. Überaus freundlich. Das bisschen Schaden kann er eigentlich schaffen. Wir müssen uns erst um dich kümmern. Zack. 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 Oh, die Drohnen kommen jetzt gut. Wir müssen ihn nur lange am Leben halten. Gib mir einen Moment zum Nachdenken. Stell 45 Gesundheit wieder her. Ziehen wir zu 2 Karten. Oder eine Regeneration dazu. Dann noch 15 HP. Okay, rechnen wir mal andersrum. 15 HP für einen Mana. Und das geht auf 7. Das heißt also 7 plus 9 plus 15. 7 plus 9 plus 15 sind 16, 31 HP. Der 45 Gesundheit wieder her geht sowieso nicht schlecht gerade fest, weil er gar nicht 45 HP hat. Gut, also. Heiß ich ein bisschen. Panzer. Ja, mehr Sinnvolles sehe ich jetzt gerade nicht. Ja, ein Schlag für noch. Okay, gut, so. Und du nimmst jetzt was an. Ich sehe es schon, es reicht nicht mehr. Aber schaut mal, da ist schon drum, was da reflektiert wird. Wir machen nämlich keinen Haufen Schaden nur, weil wir den Schaden reflektieren. Das wird, kommt damit zu tun. Hätten wir jetzt mal den anderen Trank gezogen oder noch bessere Regenerationssachen gehabt, wäre es auch vorbei gewesen. Oh, dann ist das ganz gut. Yay! Nimm 3 Stachelzauber auf die Hand. Ja, die bringen mir aber hier aktuell nichts bei der Kombi. Herabsteigen und stellt sie Gesundheit wieder her. Auch nicht toll. Flüge der Fotos gehen mir halt Schaden. Hm. Naja, mir 10 zu diesem Bonuszeug ziehen Karten nach. Gut, das war's. Kobaltkiste auch schön, 2 Kisten. Kanonenfutter. So, gehen wir hier lang. Das
Das Verkaufen können wir entfernen. Der wird keine Grenzen mehr haben. Der ebenso. Das war unser Permafrost schon wieder. Nervt mich. Magische Kraft und Verbrauch. Gut, bitte. Ein Zauber billiger machen. Und nicht billiger. Und jetzt mit unserem neuen Bitte. Entfernverbrauch von einem Zauber plus 1. Was wollen wir denn dauerhaft haben? Den hier zum Beispiel. Ich möchte gerne, dass wir irgendwie da. Ja, ein bisschen mehr magische Kraft. Was tut dann jetzt? Was noch mehr billiger? Den wir gerade einfach brauchen. Okay, raus mit uns. Und weiter geht's. Achso, Entschuldigung, wir haben noch was Eis holen. So, was haben wir jetzt mal? Ein Eisberg kracht hoch über den Knochenwirtlauf. Etwas Licht fällt ins Innere der Höhle und beleuchtet eine Gestalt. Es ist gefangen, das Eis sind Runen gesetzt. Seht den falschen Propheten, ein Schmied von Kleis und Pakt, verdammt und gebrochen. Okay, was können wir mitnehmen? Ein Hammer? Da haben wir auf jeder Ebene einen Platz mehr. Von zufälligen 3? Oder unsere Zauber werden stärker? Ich sage plus 1 auf jeder Ebene. Das ist der Hauptzug. Gut. Nächste Runde gekommen. Alabasterwachen haben Zauberschild und kriegen Rüstung. Das. Ja, gut, das Rüstung kann ein bisschen problematisch werden. Allerdings in unserem 100er dann. Also, sie mal nach und sich schon jedes Mal recht besorgt. Jo. Brauchen wir direkt hier unten? Gerade wieder selber spielen. Ich will ja alles, eigentlich alles repetieren, damit die alle gleichzeitig sterben. Deswegen muss ich hier. Du machst den jetzt billiger. So, Multischlag. Du kommst ja in Kombination gut, wenn wir Akku-Kugeln haben. Die Frage: Wenden wir schon Regeneration an? Und bauen uns deswegen ein bisschen Heilung auf? Ja, machen wir. Woher sind 12? Ne? Nee, wisst ihr was? Der geht schon wieder sein nächstes Tank hier. So. Da ist eine Wache schon mal weg. War schade, dass das. Ja, muss aber Sinn jetzt nicht gleichzeitig gehört. Der ist auch toll, die tun alle Ruhm-Effekte an Kobold und Mart. Aber erst am Ende sind besonders gut. Wird ausgelöst, wenn du auf dieser Ebene einen Zauber wirkst. Den zum Beispiel würde ich gerne wirken. Ist jetzt aber noch nicht sinnvoll. Den kriegen wir jetzt aber eigentlich gut hier raus. Den machen wir. Du kommst jetzt mal hierher. Damit ich mir ihn schon hier als Messer offen üben und dann geht's los. Zack. Wenn wir Glück haben, schaffen wir vielleicht wieder ein Schiff. Wir sind vor irgendwas passiert. Da ist er doch schon. Aha. Komm her, mein Freund. Den sieht gut aus. Übrigens uns Mana. Kann das brauchen? 1, 2, 3. Wenn wir einen Zauber spielen, ne, kriegt er Rüstung. Also. Wir haben nichts davon, das zu spielen. Der kriegt einfach mehr Rüstung, als der Zauber verursacht. Schaden. Brauche ich den aktuell eigentlich nicht. Mit dem Spiel habe ich dann 5 Mana. Den Schadenzauber, wie gesagt, den habe ich eh nichts von.
was, hier bringt noch was. Hier kann man einen Tank geben. Gut. Verbessert eine Einheit. Heilung. Was haben wir noch verbessern? Zack. Heilung. Ja, machst du Tank? Was damit? Gut. Also auch noch Sinn. Nach oben darf ich? Dankeschön. Da kriegt es erstmal einen Schaden. Wir können die Kurbelkiste spielen. Naja. Das hier ist geil. Oder so. Ich bin Gegner, auch wenn ich gerne ein bisschen mehr hätte, ehrlich gesagt. Ja, Kobold-Kiste auch. Ach, Kobold. Ja, doch, der ist hinten gar nicht so verkehrt. Gut. Schadenzauber bringt nichts. Das bringt allerdings ein bisschen was. So. Ganz gut. So, die Stachel kann man in den Kopf nicht schmeißen, um dass jemand hier so schützt hat. Ich könnte den jetzt als Tank hier draufschmeißen. Das ist jetzt auch nicht als sinnvoller, muss ich sagen. Wird nach dem Kampf ausgelöst, die bringen es als neue Stachelzauber. Wird mit der Magie kommen. Ja, ich hätte mir gerne ein bisschen mehr Regeneration gewünscht. Ja, wie gesagt, durch die Stachel haben wir jetzt irgendwie nachgezogen und machen uns jetzt mal nicht mehr hier. Und das ist besser. Wir gewinnen ja die ISTs hier. So. So, jetzt wirken nochmal alle Kobold-Effekte. Die waren. Ah ne, es waren neue Gelehrte. Okay. Gut. Weil jetzt vorne haben wir jetzt noch die Stachel raus. Und sagen viel Spaß. Wie schön, wir reflektieren jetzt schon 31 Stunden. Okay, ich glaube auch, das Ganze hat so, hey, fühlt der Vorteil, dass anscheinend 15 mal so viel Schaden zu wie Kobold, ein Held und 6 sind. Ja, sind nicht viel, weil die halt nur dazukommen. Nehmen wir den einfach mal, der alle macht. Überhaupt Platz. Dann können wir auch die ganzen Kobolde dann auch mal irgendwo hinpacken. So, rechts Artefakt. Ja, Mana bewahren. Oder Stachelzauber aufnehmen. Stachelzauber haben wir nicht viel von, wir bewahren jetzt Mana. Verbessere zum Champion. Das ist jetzt gut. Füge der Vorausgehen einen Schaden zu, wenn wir ihn heilen. Ne, wir spielen schon weiter noch dumm. Du bist absolut unser Dummy Tanky hier. So, einmal ein bisschen verbessern.
Eine Einheit mit Endlos. Welche Einheit wollen wir denn immer wieder? Sadistischerweise wollen wir den immer wieder haben, weil der dann alle Effekte wiederholt. So, eine andere Farbe soll die, mit Multischaden ist nicht. Unser Tank, wenn wir dann einen hätten, einen guten. Eigentlich krass, wir kommen aktuell fast ohne Tanks aus, fällt mir auf. Egal, du bist unser bester Tank. Ich hab's verdient, du bist mehr AP. Ich hab noch auf Kohle. Verbessere einen mit einem Multischaden. Ah, gibt's noch einen mehr. Mehr Loot ist für dich nicht mehr schlecht. Und unser Tank wird noch mehr Tank. Gut. Das behalten wir, glaube ich. Ja, wir haben nämlich danach noch eine Ebene. Vielleicht können wir da das Geld sinnvoller ausgeben. Gucken wir mal unsere Eishöhle rein. So, ein Zugfriedhof. Wir merken einige gefallene Mitstreiter. 25 HP mehr, wenn ein Höllenblut einen Einheit zerstört, stellt 5 Gesundheit her. Ja, unwahrscheinlich. Verbinde einen plus 10 AP und Herzlosigkeit. Herzlosigkeit heißt, du kannst geheilt werden. Nix für mich, nix für mich. Man kriegt halt eine Einheit plus 25 HP. So ein freien Platz sein, ne? Ja, für gedacht. Oder? Nee, ich kann auch den wählen. Geil. Das wäre jetzt gut. Gut, weil das ist so geil. Gut, dann legen wir los. Gegnerische Nicht-Boss-Einheiten erhalten plus 8 Angriff. Reichweite. Der schießt durch alles durch. Ne. Ne. Danke. Verzichte ich. Und Glutentzug. Das heißt, ich bin gerade im Mana. Der ist echt scheiße, weil er hat allen diesen Glutentzug. Das ist so herb. Wie gesagt, trifft alle. Das heißt, wir müssen ihn am besten vorher töten, ehe wir die hier oben raus haben. Weil er auch als erster dran ist. Das gefällt mir nicht. Und wisst ihr was? Wir machen uns so komplett anders. Ah ja, wir halten jetzt das Mana zwischen den Zügen, ne? Nein. So lang nur der da ist, bringt es überhaupt nichts, das anderes zu spielen. Normalerweise würde ich einen Schutz aufbauen wollen. Wir brauchen auf jeden Fall sowas. Für den dann reicht es nicht. 16 mal 4. Wenn ich das mache, hat der 22. Reicht auch nicht. Den muss ich also so nicht geben. Das möchte ich gerne gerade machen. So, du brauchst einen Tank. Den kriegst du. Allerdings würde ich den lieber als nächstes zu spielen. So. Verbraucht es auch haben wir keins. Den so, damit die Blut hier ein bisschen rauskommt. Hier oben. Oh, kann ich nicht. Aber ist noch genug Platz. Zack. Wie gesagt, Blut im Zug hier. Das größte Ding, das gibt. Zack. Den würde ich gerne rausholen. Der passt mir hier, das wissen wir nicht. Was war das eigentlich? Ah ja, das war dieser Kleine. Jetzt haben wir echt einen können wir rausholen. Machen wir hier hin. Ja, den hätte ich am liebsten weg, aber. Gut. Ja.
Jo. Du bist hier gerade ganz geil. Und ein bisschen geil. Heilung geil. Keine Ahnung mehr, weniger geil. Ich überlege gerade, ob die 5 Schaden Unterschied machen. So können wir alle stehen. Ne? Das muss alles sein. 2, 32. 32 plus 21 sind 53. 74. 95. Ne, wir brauchen trotzdem mehr Schläge. Das heißt, wir müssen noch zwei Schläge sein. Dieser Flügelentzug ist die fieseste Sache, die es so gibt. Der Tier ist gleich geil. Hier macht Flügelentzug. So. Ja, wir machen das. Sogar noch da machen müssen. So, Spinning 20 Schaden machen. Gleich, gleich. Unterschied macht dann auch nicht mehr, oder? Gut. So, der geht drauf, der geht dann nach oben drauf. Wisst ihr was, bringt es, wenn der drin bleibt? Wenn wir ihn töten, dann sparen wir uns einen Schaden. Also den kann ich nicht töten, das heißt, ich muss mich erstmal zu leben lernen. Den könnte ich heilen. Er hat sehr viele Dons vor. Aber eigentlich, was habe ich davon? Ich bin Heiler. Er hält einen Schlag mehr aus. Das ist 46 Schaden mehr. Wenn ich den heile, war mir die Tatsache, dass ich mehr in den Aktien habe. Also nach dem Aktien, aber halt. Boah, und der bleibt theoretisch so noch stehen. Hauen wir wieder die ganzen Stacheln raus. Buffet uns ein Freundchen auf. Reicht immer noch nicht, ne? Reicht aber nicht, wenn wir rein in die Schwäche. Wie hat er das rausgekriegt? Achso, du beschützt ihre Schaden hier durch. Das ist natürlich unangenehm, aber wir sehen jetzt schon, dass wir hier leben bleiben. Oh ja, komm. So. Nein. So, das war's. Aber wirklich knapp. Ein Angriff mehr, der wäre durchgekommen. So, nehmen wir mal alles, was wir hier kriegen können. Schon wieder das, stellt reichlich Gesundheit wieder her und wenn die Regeneration für einer endlich mal schön ist.
Auch ganz toll, dass man hier. Gut, mein Gesicht. Ich bin halt auf Kobolde komplett. Scheint gut zu klappen. So. Hier in die Richtung. Hier ist der Schmuckhändler. Da können wir uns wunderbar schön in die Karte holen. Eine Karte kopieren. Vielleicht. Oder vielleicht können wir uns einen geilen Zauber basteln. Der zum Beispiel billiger wäre. Und das noch ein Artefakt mitgeben. Ja gut, mit den Stacheln jetzt. Und die Heilung aber auch. Okay, ja. Einheiten tauschen. Habe ich nichts von. Paris ist ein Plus für Rüstung. Nein. Ein zusätzlicher Verbesserungssatz für Einheiten kann ich nutzen mehr. Hören 15 Rüstung. Wenn ich die zweite Einheit hinzu berufe, erhalte ich 3. Das ist so gut, das kann ich speichern. Das ist Rüstung finde ich nicht so geil. Da bastel ich dann lieber noch ein bisschen mehr Liebe. 20 magische Kraft und Verbrauch. Wegen einer davon. So, was hast du noch Schönes? Entferneverbrauch und erhöhe die Kosten 1. Da. Kosten minus 1. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt die Wahl habe, Regeneration 5 oder 4 und 33 HP, ne? Hätte ich das. So, verbessere den Zauber mit 20 Kraft und Verbrauch. Wieder einer davon. Goodie. Wir können aber auch noch eine Einheit von uns kopieren oder einen Zauber. Das wird wahrscheinlich ein Zauber werden. Und zwar diesen geilen Erwecken-Zauber hier. Oder halt den Kreislauf des Lebens nochmal, weil mehr Dorn und 10 HP. Ah, schwer, schwer, schwer. Ich glaube, wir nehmen den. So, her damit. Gut. Letzter Kampf, willkommen. Ich weiß, du tust uns Buffs und Debuffs verlieren. Ist natürlich schade, weil wir genau darauf spielen, aber ich hoffe, dass wir trotzdem genug machen können. Das ist fängt gut an. So, sie wäre wieder am besten unten zu spielen, damit dies auch keinen Durchschuss hat, oder das. Innerhalb dieser Ebene stirbt. Jetzt ist der fiese Witz. Der hier oben könnte durchkommen. So, wenn wir nichts zum Spielen haben. Ich bin trotzdem dafür, den da oben lassen wir durchkommen. Wir nehmen halt ein bisschen Schaden. Dafür rocken wir dann hier unten. So, der Transzendenzboy bringt uns noch nicht viel. Aber wir können hier schon direkt die Regena einstellen. Zack. Und ich könnte die Klinge immer noch umkehren. Ja, wir können überall gleichzeitig sein, ne? So. Den Transzendenzboy müssen wir jetzt trotzdem spielen, einfach nur damit wir seinen Minus hier gut kriegen. Mit 16 Mana können wir auch mal einen Haufen Zeug machen. Also den können wir schon ein bisschen Schaden kriegen lassen. Verbessern wir ihn noch. Fertig, Durchschlag. Reichweite. Du bist böse, du bist ja schon wieder da. Ich mag dich nicht. Gut. Also. Auf der Ebene. Transzendenzboy. Dann können wir uns den locker leisten. Der blockt den kaputt. Dachte ich zumindest. Wie viel bist du jetzt so 15? 85, ja, dann bleibt noch 3 HP übrig. Ich könnte das natürlich verhindern, indem ich hier davor packe. Aber wir versauen uns damit auf technischen Platz. Und deswegen kommt der einfach. Wir kriegen jetzt zu den Stacheln und töten den Stachel. Zumindest ist das die Tür. Und der ist eigentlich auch nicht cool zu spielen, weil wir ziehen ihn jetzt gleich wieder. So. Gut. So, ich nehme gleich einen Mana-Debuff. Besonders sehr hasse.
jetzt auch wegnocken? Haben wir nicht. Es war unschuldig, dass Leute den das verheilen. Können wir es auch noch gestatten? Dann gehen wir, dass wir wieder diesen blöden Mana-Bogen kriegen. Können Sie auch den Rücken ein wenig platzieren? So. Fies sein kommt gleich. Lass uns fies sein. Jetzt billiger, wir kriegen viel Akku. Noch billiger. Das heißt, wir müssen für 10 Mana können wir 4 spielen. Haben noch genug Mana, oder mit uns zu blödeln. Das ist mir egal, dass wir sterben. Und wir gehen jetzt erstmal sofort rein. So, sehr schön. Vielleicht 10 Schaden macht uns sehr viel. Wir haben viel Karten auf der Hand, jetzt müssen wir überlegen, wie wir das erklären. Der ist sowieso unstrittig auf dem. Der hier ist ein Müller an der Grenze. So, hier oben, wir brauchen bloß tanktonische Schaden. Das ist okay. Jetzt brauchen wir so einen Kobold entgegen. Ein Schweißbold, stinkt ein bisschen. Mana Burner kann eh wieder nichts machen, wie immer. So, Transcendent World, der wird geil. Aber erstmal geben wir uns einen guten Hinweis an die Gene. 25 Schaden, bringt das was? Ja, wir können einmal Schaden geben, das sieht auch nett aus. Gut, dann geht einen weiter. So, verbrauchte Sachen auf die Hand nehmen. Ja, nein, vielleicht. Kann ich gerade schon entscheiden, muss ich zugeben. Gucken wir wieder. Gucken wieder herstellen. Nehmen wir auch gleich. Und den letzten Stachelzauber. Und wir haben den Stachelzauber wieder angeschaltet. Und das lassen wir uns mal sehen. So, der kommt mir gerade recht. Ich habe inzwischen Platz hier. So, unsere hinteren sehen nicht so gut aus. Ich habe aber keine guten Heiler. Und das ist ein bisschen Verschwendung. Hier sind wir wieder drin. Ja, der wird gut ausgeschlossen. Aber den Startzauber spiele ich bloß nicht. Ich habe. Und die kriegt alle auch noch. Hier können wir auch noch locker einen Tank reinbasteln. Okay, guck mal. Alles, was ich habe, dann stehen noch immer. Und so einen Schaden noch direkt auf dich. Ja, das muss ich wieder nachziehen. Will ich hier irgendeinen Tank haben? Noch mehr?
Gut, bei dem wird es höchstens gehen. Um Platz zu sparen, schicken wir den jetzt sogar noch eins hoch. So. Okay. Dabei, das ist schon mal nice. Ich heile den trotzdem noch damit. Du wirst noch stärker. Regeneration ist nicht. Der Transcendent Volt, der wird gleich mega locken. Oh, allein hier, das kriegen wir nicht mal so gut. So. Schaden. Okay, Transcendent Ball dürfen jetzt hier mega rocken. Mal gucken. Ja, 15 Mana und 13 Blutstapel, das sieht nett aus. Da muss noch mal Stacheln dazu. Mal so, bei denen bringt das was, den 10 Schaden reinzudrücken. 19 bis 26 mit Dom. Ah ne, Dom kommen wir gar nicht zum Tragen. 45 bis 42. 87 mal 19 plus 26 sind 35, 45, 87, das heißt, der hier killt den dann. Da kommt der Trigger und den kann man sowieso, das heißt, wir können locker uns dann kriegen. Ich habe ein gutes Gefühl, dass der Boss nicht mehr über die 100 Leben kann. Mal gucken. Ja, unsere Vorschau sagt jetzt schon, dass wir gewonnen haben. Aber einfach, weil wir uns heute mal gut fühlen wollen, übertreiben wir es. Tauen hier alles an glückselig machenden, brutalen Hormonen raus, die wir besitzen. Wir haben immer einen Haufen Mana, von daher, was soll's. Machen wir Gesundheit wiederherstellen. Ja, gibt keine Möglichkeiten, aber egal. Zack. Ja, den packe ich jetzt auch hier besser. Mit den letzten Volt nochmal brauchen wir sowieso alles. Super, der ganz Spaß nochmal. Kobaltkiste. Auch wenn wir spielen können, mit dem wird es nochmal alles triggern. So, jetzt schauen wir uns den Wohlverdienten an. Verteidigung und einfach hier richtig Schaden machen. So, ja. Damit haben wir den letzten Bosskampf geschafft und nähern uns dem Ende. Und ihr seht, das war doch eigentlich ein geiler Kampf. Auch wenn wir nicht mehr die richtigen Werfer bekommen haben. Wir haben einfach genug Kobolde gehabt, die uns da quasi ausgeholfen haben. So, wenn man es schafft, kriegt man so eine tolle Abrechnung. Sagt, wie toll man ist, wenn man es weiß. Und kann eventuell Karten freischalten. Ich habe hier noch nicht so das Level, deswegen bekomme ich was. Das ist natürlich ziemlich geil. Den hätten wir jetzt sogar brauchen können, aber ich werde damit. Wenn das erstmal in jedem Zug ein verbündeter Einheit geheilt wird, ziehe eine Karte. Ja, auch perfekt. Ja, die Erweckung ist sowieso geil. Reichweite im Siegen 2. Super. Kombination. Man könnte die Erweckten eigentlich komplett alleine spielen. Ziehe eine Karte, verbessere sie mit 0 Kosten. 0 Kosten die gezogene Karte. Mhm. So. Dann kriegen wir mal so ein bisschen Auswertung, was man geschafft hat. Und die goldenen Sachen hier, das ist, wenn ich mit einer Herausforderung spielen würde, könnte ich auch mir einen goldenen Rahmen machen, wenn ich gewinne. Haben wir jetzt nicht gemacht. Ja, und das war das Spielprinzip mit den Erweckten, quasi perfekte Defense mit Haufen Dorn und im Hintergrund haufenweise starke Akkus. Finde ich, lässt sich am besten mit den Höllenhörnern kombinieren. Das nächste Mal werden wir höchstwahrscheinlich die Stygische Wache in Kombination mit den Erweckten spielen.
Dandys Lügenwache ist auf Magie aus und ihr habt gesehen, mit den Erweckten, wenn man da auf diese Dornenzauber geht, hat man einen Haufen Zauber. Da kann man viel Zeug triggern. So, das reicht auch für dieses Mal. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wie immer sage ich, mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Tschüss!